Moin Zockerfreunde, da ist uns eben noch das Geld zugeflogen von dem gestrigen Tag. Willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. So, und ich habe mir übrigens überlegt, da steht jemand. Clint, hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier kannst du sie haben. Das ist nett. Geil. Danke. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung genutzt werden. Geil. Hatte ich das schon aufgeschrieben? Ich glaube nicht für das Spiel, oder? Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause, mach's gut. Joa. Dann Mogwi doch, ne? Sich einen Weg schmieden. Wenn du weitere Erze abbaust, solltest du einen Schmelzofen bauen können. Erkunde die Mine. Es gibt einen alten Minenschacht in den Bergen nördlich der Stadt. Dort können wertvolle Mineralien sein. Aber Marlon meinte, dort lauern auch Gefahren. Erreiche eine Ebene 5 in den Minen. Okay. Erstmal wieder reinkommen. Sonst noch irgendwas fertig? Ein wilder Meerrettich. Ich glaube, den können wir sogar verkaufen, weil so ist. Weil ist so. Genau. Ein Schmied kann sie aufbrechen. Das müssen wir nochmal machen. Das müssen wir nochmal machen. Quarz. Museum spenden. Okay. Also, gehen wir heute... Ja, diese Ereignisse. Ich weiß immer noch nicht, was es ist, ne? Und wo ich sie finde, vor allem. Gucken wir eben hier. Herstellung. Das sieht gut aus hier. Nee, das ist eine Mayonnaise-Maschine. Da Schmelzofen. 20 mal Kupfererz und 25 mal Stein. Also brauchen wir eigentlich nur noch Stein. Wie viel haben wir denn hier noch? Genau das, was wir eigentlich für Hühnerstall oder so brauchen. Dementsprechend gucken wir mal, dass wir jetzt 25 mal Stein irgendwie zusammenkriegen. Sofern wir hier überhaupt noch Stein finden. Also so ein bisschen, ne? Die großen können wir ja noch nicht machen. Da haben wir ein bisschen was. Es sind immer nur 3. Ich latsche mal ein bisschen hier umher. Ich weiß nur nicht, ob ich hier wirklich viel Stein finde. Ich habe ja bei mir irgendwie schon alles abgebaut. Sonst muss ich jetzt nur wegen Stein ein bisschen in die Mine gehen. Eigentlich wollte ich da jetzt heute nicht nochmal wieder rein. Aber mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Inventar voll. Oh nö, keine Stene. Keine Stene vor allem, keine Steine. Das heißt Stein, du Ochse. Und die kann ich ja noch nicht. Nein. Das kommt wahrscheinlich, wenn wir die dann einmal hochgeknüppelt haben. Ich
Kling. So, ich brauche ja heute nicht gießen, das ist schön. Donnerstag, der 18. Frühling immer noch, glaube ich, ne? Dann müssen wir wahrscheinlich doch mal nochmal Richtung Mine gehen. Naja, dann können wir ja gleich einmal beim Schmied und beim Museum vorbeigehen. Ich habe richtig. Ja. Moin. Werkzeuge verbessern Geoden aufbrechen. Wie, ich habe nicht genug Platz. Ja, lege auf dem Amboss. Du hättest nicht genug Platz in deinem Inventar. Ja, dann leck mich doch. Ah, dann gehen wir jetzt halt erst ins Museum. Dann haben wir danach Platz. So. Karte. Das ist die Ranch. Stadtplatz, Klinik, Gemischwarenladen. Wo ist denn das Museum? Bällchen, Schreinerladen, Zelt, Minen, Abenteuergilde. Ich habe hier noch kein Museum. Oh, muss jetzt einmal wieder nach Hause laufen, deswegen. Aber ich will jetzt auch nicht liegen lassen, irgendwas. Naja, ist es nicht mehr da. Oh, das wird eine tolle Folge. Also falls ich jetzt einfach das Museum übersehen habe, weil ich behämmert bin, ruhig in die Kommentare schreiben, dass ich behämmert bin. Ich meine, wo das Museum ist. Das würde mir schon helfen. Weil, wie ihr wisst, bin ich verbeilt. Wie man merkt. So. Stein. Wir können ja mal das auch nochmal rausnehmen. Also wenn wir jetzt nicht genug Platz haben, dann kriegt er eins ins Maul. So, warte. Weil wir ja kein Museum gerade da haben. Schöner Regentag. Regentage sind eh scheiße. Jo, was haben wir da? Kupfererz 20 Mal bringt, da wenn ich eine Untersuchung vornehmen kann. Ja, natürlich. Später vielleicht. Ich gebe dir doch jetzt nicht meine einzigen zwei Kupfererze, mein Freund. Ihr brennt ja wohl der Helm. Mhm.
Was ist das jetzt? Donnerei, Mineral. Wenn du es dem Museum spendest. Fuck you. Fünf Kupferbarren und natürlich Geld. So alles ziemlich so 2000 und 5 Kupferbarren. Das habe ich wirklich nie aufgeschrieben schon? Nö, anscheinend nicht. Weil ich ja noch nicht wusste, dass ich es brauche. Ein Kupfermülleimer. Wenn du deinen Gegenstand entsorgst, erhältst du 15% des Wertes zurück. Aha. Interessant. So, jetzt brauchen wir Stein. Dann müssen wir doch nochmal schnell in die Mine hochlatschen. Darf ich nochmal eben Karte gucken? Ich hoffe, ich komme hier längs, Alter, sonst kotze ich. Hätte ich mir sparen können. Eigentlich brauche ich nur Steine. Aber auch die werden wir in der Mine ja, denke ich mal, finden. Stein. Ich hätte jetzt eigentlich von... Weil es ist jetzt nur eine Woche her, dass ich gespielt habe, ne? Und er sagt mir hier alles nur Stein. Ich kriege hier kein Kupfer. Eine Diode, toll. Ich hätte jetzt von der Farbe wenigstens gesagt, hey, das ist doch Kupfer, oder nicht? Oder hatten die auch noch eine gewisse Form? Da haben wir Kupfer. So, wir sollen ja bis 5 runterkommen. Das können wir ja mal eben versuchen, wenn wir schon mal hier sind. Das heißt, ich muss hier ein bisschen was kaputt machen. Sofern ich Energie habe, natürlich. Ne, da, guck mal da. So. Monster. Keine Ahnung, was das sind. Furbies? Sind das Furbies? Blocken wäre nicht schlecht. So, gibt es einen Grund, warum ich jetzt Stufe 5, Etage 5 erreichen sollte? Oder ist das einfach nur mal einmal vorgegeben?
40. Lecco mio. Mal irgendwas Besonderes hier noch, wo ich sage, da muss ich nochmal eben raufschlagen? Nö. Dann hauen wir erstmal wieder ab. Na? Ich wollte jetzt nicht bis 40 da hoch knüppeln. Das ist mir jetzt zu lang heute. Vor allem wird das wahrscheinlich gar nicht so einfach. Weiß ich ja aus dem Story of Seasons irgendwie, da habe ich auch noch nicht. Wo war ich? 25, 26, 27, irgendwo da. Zuletzt. Wir gehen mal eben nach Hus und stellen die Dings auf. Die Schmiede. Dann müssen wir wahrscheinlich eh nochmal wieder in die Mine, weil wir brauchen Kupfer. Damit wir unsere Werkzeuge aufbessern können. Kupfererz. Achso, ja. Ich doof. Ich hab das ja weggepackt. Ich bin so doof. Nein, ich will das irgendwie... auch drin aufstellen. Könnte ich. Will ich das in der kleinen Hütte? Nee, ich glaube nicht. Wir bestellen den einfach mal nach draußen. Benötigt ein Kohle. Fünf Erze. War klar. Also müssen wir nochmal in die Mine die Tage. Die müssen wir nochmal wegbringen morgen. Museum haben wir noch nicht. Oder haben wir, aber ich bin zu blöd. Wer weiß. Ich würde sagen, den Rest finden wir morgen raus, ne? Und dann müssen wir auch, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen was pflanzen. Gucken wir mal. Gut, ich skippen. Skippen, Mann. Ja, ein bisschen was haben wir gekriegt. Nicht viel, aber besser als gar nichts. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!